Tage später, am 1. Juli, in Hannover Stanley Buda und der Pott. Schalke ist zum zweiten Mal DFB-Pokalsieger geworden. Der Gegner im Endspiel heißt Kaiserslautern. Schalke mit Helmut Kremers und dem 1:0. Jubel auf der Bank, der inzwischen verstorbene Ede Lichterfeld und der Trainer Ivica Horvath. Norbert Niekbur hatte eher geruhsame 90 Minuten im Niedersachsenstadion an diesem Nachmittag verlebt. Schalke mit Lütke Bomert. Präzise Flanke, Klaus Scheer. 2:0. Erwin Kremers. Lütke Bomert. Und das 3:0. Norbert Niekbur, ein spielender, mitdenkender Torwart, direkt abgeworfen auf Stanley Buda. In seiner unnachahmlichen Art geht er hier an 3, 4 Lauterern vorbei, die Flanke und Klaus Fischer. Tore wie aus dem Fußball-Lehrbuch. Der Schalker Torhunger immer noch nicht gestillt. Foul an Scheer. Freistoß durch Helmut Kremers, den sportlichen Direktor dieser Tage. 5:0 der Endstand. Ein ganz überzeugender Pokalsieg von Schalke 04. Und hören Sie selbst, was die 60.000 riefen. Libuda, Libuda. Und das unnachahmliche Schalke, Schalke. Der Empfang in der Heimat herzlich, dennoch unterschwellig von dunklen Ahnungen begleitet. Stanley Budas Zwangswechsel nach Straßburg war bereits perfekt. Der Bundesliga-Skandal stärker denn je ein Thema. Abschied von Stan. Reinhard Libuda, Sie haben 14 Jahre für Schalke 04 gespielt, gestern ein großes Spiel geliefert. Mit welchen Gefühlen gehen Sie jetzt nach Frankreich? Ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen traurig, ja. Aber ich kann auch nichts daran ändern. Der Vorstand hat entschieden und ich finde mich damit ab. Ja. Sie hätten gerne noch weiter in Schalke gespielt. Warum nicht? Aber ich freue mich schon auf Frankreich. Und was sagen Sie zu diesem triumphalen Empfang hier? Was soll ich dazu sagen? Es ist überwältigend.